Hallo zusammen, ich habe mich nochmal entschlossen, ein zweites Video zum Tefal Opti-Grill zu drehen. Und zwar, ich wurde öfters gefragt, wie schwer ist es, den Grill nach dem Benutzen zu reinigen. Ich werde jetzt erstmal ihn benutzen, das heißt, ich habe jetzt wieder die Fleischeinstellung genommen. Er hat auch schon vorgeheizt und ich werde jetzt mein Steak auf den Grill schmeißen. Und anschließend gibt es bei mir noch Zucchini und danach werden wir das Teil mal reinigen. So, mein Fleisch ist mittlerweile fertig. Hier sieht man schon, der Saft und das Fett läuft vorne in diese Auffangpfanne. Ich nehme das Steak jetzt mal herunter. Man sieht, hier ist schon einiges an Eingebranntes. Ich lege jetzt noch schnell mein Gemüse drauf und lasse das Ganze mal grillen. Zwischenzeitlich können wir uns mal das Fleisch wieder anschauen und ich schneide es mal wieder für euch an. Diesmal habe ich es ein bisschen mehr gegrillt und schaut euch das hier an. Ganze hier nochmal, damit es nicht ganz auskühlt, solange das Gemüse gegrillt wird, lege ich es nochmal zusammen. Meine Zucchini-Scheiben sind mittlerweile auch fertig. Das war jetzt gefühlt 30 Sekunden und ich schalte mal den Grill ab, lasse ihn ein bisschen abkühlen und zwischenzeitlich werde ich essen. So, ich bin jetzt wieder da und nach einer Viertelstunde ist der Grill immer noch heiß. Ich messe jetzt mal die Temperatur. Das sind jetzt hier so 75 Grad oben sowie unten. Das heißt, man kann jetzt die Platten schon abnehmen, aber Vorsicht, sie sind heiß. Gelöst werden die Platten, indem ihr hier an der Seite eindrückt. Ich nehme jetzt ein Tuch. Und das Ganze auch bei der oberen. Ich schwenke jetzt mal nach oben. Hier löst man die Platte. Wie man hier sieht, die Grillplatten könnten eine Reinigung vertragen. Das heißt, ich lege sie ins Spülbecken und ein bisschen Pril drauf und lasse sie dann knapp 5 bis 10 Minuten einweichen. So, die erste Platte habe ich schon mal reingelegt. Ein bisschen Wasser drauf. Ein bisschen Spüllehm. Dann noch die zweite Platte. Bevor sich die könnte noch heiß sein. Auch hier wieder ein bisschen Spüle drauf. Und das Ganze lasse ich jetzt einwirken. Es gibt noch ein Teil, welches gespült werden sollte. Das ist hier die Fettauffangwanne. Kann man entweder jetzt gleich in die Spülmaschine schmeißen oder halt auch noch ins Spülbecken legen. Am Grill selber braucht ihr nicht viel zu reinigen. Einfach mal mit dem Küchentuch drüber gehen, den Staub und die Fettspritze entfernen und schon ist der Grill gereinigt. So, die 15 Minuten sind jetzt um und ich werde jetzt mal mit einer Spülbürste einfach mal drüber gehen. Ihr hört schon, die Spülbürste ist neu. Und das Ding braucht noch nicht mal in die Spülmaschine. Jetzt kommt die erste Grillplatte, und zwar die von unten.
Die Grillplatte braucht noch nicht mal in die Spülmaschine. Das ist jetzt noch die Grillplatte von oben. Woran ich das sehe, ist hier gibt es Löcher und an der Grillplatte von unten gibt es ein paar Nippel. Aber weiter im Bürsten, war weiter jetzt beim Bürsten. Und schaut euch das an, es muss noch nicht mal in die Spülmaschine. Das war's dann wieder mal von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.